Es war einmal ein Schloss in Frankreich und in dem lebte ein Löwe mit seinen Freunden, den Hunden, Hasen und Füchsen. Und dieser Löwe, der bin ich. Das findet ihr bizarr? Ich garantiere euch, wir Tiere sind in diesem Schloss bei weitem nicht die beklopptesten. Denn ich habe mir Gäste eingeladen, weil ich Entertainment brauche. Und ich will das Hochwertigste, was unsere Kultur zu bieten hat. Reality. Hier treffen sich die Besten der besten Reality-Stars aus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Are you the one? Sommerhaus der Stars. Temptation Island. Ex on the Beach. Promi Big Brother. Too Hot to Handle, Love Island, Promis unter Palmen, Der Bachelor zum Reality Endgame. Zum ersten Mal kämpfen sie nicht für sich, sondern für ihre Fans. Es ist geisteskrank, ja. Sie müssen tapfer sein. Da wird ja schon ein bisschen mulmig. Du bist sie hier gelandet, ne? Scheiße. Trust and believe. Sie müssen sich gegenseitig aushalten. Also bitte, ja, bumst dich nur. Oh ja, oh ja, oh ja. Und hier hat sie ja ein bisschen was vom Swingerclub. Kurz vor dem Wechseljahr dreht die Mutti durch. Und sie müssen manchmal leiden. Und das ist halt schön. Weißt du, warum ich weine? Weil ich von dir enttäuscht bin als Mensch. Aber du bist eine Schande. Jetzt wird's ernst. Du bist ein Rumpficker, ein Rumbumser und ein Säufer. Julia, du bist link. Bitte mach nein, das ich vertraue dir keine Sekunde mehr. Ich bin gestorben. Du auch nicht. Genau so, wie ich es mag. Ich bin streng, aber gerecht. Ich mag ja autoritäre Männer. Denn nur so lässt sich mein neuer Hofstaat zusammenhalten und regieren. Alle meine Spieler, herzlich willkommen bei The 50. 50 Leute in einem Format, ist natürlich krass, das gab's noch nie. Neuen Spielkameraden kommen. Sie wussten null, was sie erwartet, als sie mir ihre hübschen Hintern verkauft haben. Was ist denn hier los, Alter? Du steigst aus dem Auto und siehst dieses riesengroße Schloss. Das ist wie bei Super Mario damals, wo du zu Bowser reingegangen bist. Der absolute Wahnsinn. Nee, it's amazing. Sorry. Let's go, ladies first. Es ist eine gewaltige Kulisse. Es ist natürlich wunderschön. Was? Sind wir die Ersten? Nee. Hallo? Hallo. Wahnsinn. Du kommst da rein, guckst dich rum. Ganz kurz, eine Sache. Das Buffet ist eröffnet. Ich habe mich geehrt gefühlt mit dem roten Teppich. Also so werde ich nicht jeden Tag empfangen. Stell dir vor, jetzt kommen alle deine Ex-Freunde. Hier gibt es heute manch nicht so geiles Wiedersehen. Wow. Ich mag dieses Mystische, dieses, ja, es sieht ja aus wie ein verzaubertes Schloss.
Schon krass, aber hey, für viele Leute, warum weißt du, was los? Freust dich vor Freude, weil es so schön ist? Ja, nee, es ist einfach immer der Anfang von der Sendung, du kommst rein. Und weißt, jetzt fängst du an zu drehen und Also es ist so Glückstränen. Ja, es ist Glückstränen und du bist einfach jetzt in einer anderen Welt. Darf natürlich nicht jeder hier sein. Ha? Also hier sind natürlich nur die Creme de la Creme. Deshalb hatten wir eine Eintrittskarte und damit durften wir ins Schloss eintreten. Schick, schick hier, ne? Hier. Mega. Das ist der absolute Hammer hier. Nico! Krass! Hallo. Nico! Cora! Schön, ja, toll! Jenny! Ich war gespannt, wie Cora auf mich reagiert, weil sie hat sich ja quasi ausgekotzt auch medial. Hey, das sieht man sie wieder. Ja, das ist so. It's just a show. Genau, du bist gechillt, bis dich wieder einer sitzen lässt, so wie der Terenzi. Hallo, ich bin Raffaela, aber ihr dürft mich gerne Raffa, Königin, Kaiserin oder Mutter nennen. Der Kasala! Ja, geil! Ist das dein Sohn? Ja, ja. Wir sind Vater und Sohn. Wir sind hier ja, um, ich sag's mal ganz krass, alles wegzuballern, was zu ballern ist. Ich freue mich, dich zu sehen. Hallo, ich bin Paulina. Hi. Cool. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Es war absolute Reizüberflutung. Hier ein Gespräch, da kennst du jemanden. Also man kam sich vor wie auf so einem riesigen Reality-Event. Irgendwie klar, ne? Jeder ist so mit Arschpudern am Anfang. Ah ja, hier nett und sowas. Ne? Ich habe schon gesagt, warte mal 24 Stunden. Dann gibt's hier mal einen Totschlag. Das ist immer so. Thorsten, ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was ihr hier macht. Ne? Sport hinterher. Wir sind hier, um unsere große Liebe zu finden. Ja. Okay? Und du bist ein guter Anwärter. Ich liebe es, wie alle immer erstmal eine große Klappe haben. Je höher sie schweben, desto schöner der Aufprall. So, hereinspaziert in meine gute Stube. Mega Eindruck, dieses große Schloss. Let's go! Gehen wir jetzt raus? Ja, jetzt gehen wir raus. Mein Name ist Marius oder Ehren Manrius auf TikTok. Da mache ich Comedy. Ich bin so groß geworden damit, dass ich mich darüber lustig gemacht habe, dass ich dick bin. Dich hasse ich ja jetzt schon. Und euch auch. Spaß, ich liebe euch. Wir fahren hier aufs Schloss. Ich denke so, Gott, was ist das, eine Geistervilla? Man weiß gar nicht, was passiert. Und dann sehe ich einen roten Teppich und dann fühle ich mich schon ein bisschen mehr zu Hause. Hallöchen. Hallöchen. Junge, wir haben sogar ein Schloss. Jimmy Federik. Mali. Hallo, Großer. Mali. Ah. Francais oder English oder German? German. German, ja, perfekto. Also so eine Erscheinung hatte ich noch nie. Ich bin noch nie in so ein Schloss angekommen. Das war unglaublich. Oh, hier sitzen so viele Leute, die ich nicht mag. Ich weiß, oh Gott, ich kann kotzen. Hast gerade mit Sam schon gesprochen, wa? Ja. Aber immer schön aufpassen, immer, was du genau sagst, weil alles wird gegen dich verwendet. Alles, was Sam hier irgendwie mitbekommt, alles wird an die Zeitung verkauft. Der macht auch freudig. Was habt ihr denn heute schon für... Matthias, ich hab gegen dich ja gar kein Problem. Aber gegen diesen Typen habe ich ein Problem einfach. Gegen den habe ich 100%. Ja, aber dann sag es ihm doch bitte und nicht, ja? Und nicht mir. Ich bin immer für klare Linien und ich habe lieber ehrliche Feinde als wie falsche Freunde. Sam, ich habe gerade noch mal in der ganzen Runde gerade so gesagt. Es geht schon los. Was weil denn? Du wieder bei jedem auf Freund oder so machst, am Ende verkaufst du das doch sowieso an die Zeitung. Oder du gehst zum TV-Sender oder sonst was. Alle Infos, die du bekommst, benutzt du am Ende gegen einen. Und deswegen, ich habe ein Problem. Führst du jetzt hier dein Kasperle-Theater? Ich habe kein Kasperle-Theater, weil du bist eine Schande. Da schreit dieser Erik rum und ich denke, was ist denn jetzt los? Ist es schon so weit? Darf ich dir mal was sagen? Sam, komm. Ich weiß gar nicht, Sam, was du jetzt von mir willst. Ich hab dir gar doch trotzdem getan. Mal an gerade. Er hat, glaube ich, so Panik gehabt. Ich glaube, er hat so gemerkt, scheiße, ich finde hier nicht statt. Ich muss jetzt irgendwas machen. Sam, du bist wirklich, du bist das, ja, der falscheste ja Mensch überhaupt. The Fifth